war ein E46 Kompakt, 316 Ti. Ja, in meinem Auto habe ich schon einiges verändert. Ich habe damals 18 Zoll Alufelgen von Platin montiert, die ich dann irgendwann noch dreifarbig lackiert habe. Ein Gewindefahrwerk von TH Technics wurde verbaut. M-Heck habe ich nachgerüstet, eine Bastuk Sportabgasanlage, die Scheiben wurden getönt. Das Fahrzeug wurde damals von mir selbst komplett lackiert in Aquariusblau mit Metal Flakes. Dach, Spoiler, Spiegelgriffe und Leisten in Galaxy Black Pearl. Im Fahrzeuginnenraum habe ich Ambientebeleuchtung eingebaut, Tachobeleuchtung weiß umgelötet, LED-Innenraumbeleuchtung eingebaut und Bordcomputer nachgerüstet. Ja, ich habe mich für den Kompakt entschieden, weil er mich einfach mehr anspricht als Coupé, Cabrio oder Limousine. Und bin ja auch groß geworden mit BMW, also Opa, Oma, Mama, Papa haben alle BMW in der Familie gefahren. Und da wollte ich irgendwann noch meinen eigenen haben und dann habe ich mir den Kompakt geholt. Als ich meinen kurzen dann endlich hatte, suchte ich natürlich nach Gleichgesinnten. Und dann habe ich auf Facebook Kompakt Nation gefunden. Ja, und seitdem bin ich Teil dieser Gruppe. Und es haben sich auch einige sehr gute Freundschaften entwickelt, die ich dadurch nie mehr missen möchte. In Zukunft habe ich noch vor, mir ein neues Lenkrad einzubauen. Es gibt ein Multifunktions-Sportlenkrad von BMW. Himmel, Innenraumverkleidung und Sitze will ich neu beziehen. Neue Seitenschiller und eine neue Frontstoßstange soll her. Und das Fahrzeug soll in Weiß-Perlmutt nochmal komplett umlackiert werden. Also ich persönlich finde, mein Kompakt hebt sich definitiv im Lack von anderen ab. Da ich selbst Lackierer bin, habe ich alle Farben selbst gemischt und diese sind definitiv ein Unikat. Auch wenn es für manche nur schwarz und blau scheint, sind diese Farben trotzdem einzigartig.